Salam alaikum, liebe Brüder und liebe Geschwister im Islam. Heute sind wir bei Ansar TV und wir sind auf der Suche nach Ansar-Kindern und wir werden alle mal fragen, wie sie Ansar gefunden haben. Also, Mächti, welche Frage würdest du gerne beantworten wollen? Welche Frage soll ich dir stellen? Mächti, wie hast du Ansar gefunden? Ansar, durch wen? Durch wen? Ja. Ich habe Ansar durch... Auskunft. Gelbe Seiten. Und wir? Wie? Durch den hat er dich hergebracht, hat er einfach vorgeschlagen, hierher zu kommen? Ich habe gesehen, dass so ein Mensch mit Schuhgröße 46 kam. Ja, und ich habe mir gedacht, was hat er gegessen? Okay. Und habe herausgefunden, dass Alter, wie schön Toast macht. Und da ich so klein bin, will ich auch so werden. Okay, das war auch eine ganz ehrliche Meinung, aber gefällt sie hier? Natürlich. Aber du hast ja noch ein eigenes Masjid. Warum bevorzugst du Ansar Service Sabah zum Sabah Namaz und nicht vor? Weil es doch nicht Sabah Namaz gewinnt. Okay, auch eine klare Antwort. Machen wir mit dem nächsten Beispiel. Aber fangen wir mal an. Wie hast du Ansar Service gefunden? Ja. Dank Heiltabi. Okay, wo hast du dich aufgetrieben? In der Moschee. Okay, also beim Freitagsgebet. Und beim 10. bin ich gekommen. Beim 10. Aufruf, oder wie? Ja. Und wie gefällt dir die Fahrt bei Ansar immer mit dem Ansar-Wagen? Ja, es macht halt Spaß. Ansar-Wagen macht Spaß. Aha. Ja. Okay. Jam. Wie gefällt dir das Cockpit hier? Warum ist rot rein? Und hat sie was bis jetzt gebracht? Irgendwie, dass du deine Gebete nicht mehr vernachlässigt hast? Vielleicht, dass du mehr betest oder mehr weißt oder so? Ja, ich bin halt mehr. Okay. Wie hast du Ansar Service gefunden? Auch ich halt dafür. Hatte ich auch auf das Wasser aufgeschrieben. Wo warst du? Leute, du warst bei Netlog angemeldet und du hast dich einfach dort angeschrieben und deswegen bist du hergekommen. Ja. Und zum wievielten Mal bist du hier? Heute? Seit einem Monat. Seit Monaten? Ein Monat? Ein Monat. Okay. Unser Jüngster hier, ne? Ja. Bist du auf den kleinen Vati? Wie heißt du? Sebastian. Heißt Mustafa. Mustafa. Mustafa, wie hast du Ansar Service gefunden? Warum willst du herkommen, obwohl du so klein bist und noch deine Jugend genießen kannst? Genießen. Also mein Cousin hat mich mitgebracht. Also dein Cousin hat dich hergebracht und wie was war dein erster Eindruck? Gut, gut. Lass da so ein Mann mit Bord. Was wirklich so? Nein. Sigir. Er? Sigir. Voll der deutsche Sigir. Wie war der Namaz? Namaz. So schwer. Das war nicht so schlecht. Okay, irgendwie ist das Interview hier ein bisschen komisch geworden. Mach mal weiter mit dem hier. Von wo kommst du? Memo. Ja, Türkei, von wo kommst du? Türkei, welche Stadt? Afyon. Afyon. Kenn ich nicht. Ja, in der Türkei. Nördlich, östlich, westlich. Die rechte Ecke. Gleich das Mikrofon auf. Mittig so, unter Ankara. Okay, cool. Sendlich. Wie hast du Ansar Service gefunden? Ja, recht gut. Ja. Recht Namas, Sohbet und so. Aha, und durch wen hast du hier alles irgendwie gefunden? Ich weiß ja nicht, du musst ja irgendwie mal jemanden gesehen haben, der dich hierher eingeladen hat. Ja, mein Bruder war früher da, als ich klein war. Wie selber bin ich auch ab und zu gekommen. Also dein älterer Bruder? Ja, mein älterer Bruder. Wie heißt der? Fatih. Fatih, kenn ich nicht. Okay. Ja. Weiter gibt's nicht zu erzählen. Und wie war dein erster Eindruck von Ansar Service? Ja, keine Ahnung, so als ich noch so alt wie Sebo war, so größere wie ich, so die haben so Softbait und Frühstück als Sabah Namaz. Naja, aber war ein guter Eindruck, weil ich habe nicht Deutsch. Also es hat dir gefallen? Ja, mir hat gefallen. Hat mich hier gebracht. Sehr gut, das war eine schöne Antwort und das wollen wir auch hören. Und jetzt machen wir mit unserem letzten Bruder weiter. Also, wie hast du Ansar Service gefunden? Durch Titi, der Albaner. Durch Titi, ist er hier? Er hat mich hergebracht. Der wohnt vor mir. Der wohnt vor dir, ja. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Nein. Und wie hat's dir in Ansar Service gefallen? Bis jetzt? Ganz in Ordnung. Mehr gibt's nicht dazu sagen. Und hast du was gelernt oder hat sie was gebracht? Das kannst du so platzieren. Ein bisschen. Was hat sich geändert in deinem Leben? Ich bin Muslime geworden. Ach, du hast davor keinen Muslim? Nein.
Subhanallah. Klatsch mal alle sind. Das ist doch mal was Schönes, oder? Und der Islam spricht natürlich voll und ganz an und es gefällt dir. Und du wirst inshallah Muslim bleiben. Gut. Mashallah. Wie hast du Ansar Service gefunden? Durch einen Kumpel, weißt du. Wie heißt er? Mahmoud. Okay, und wie hat er dich hierher gebracht? Ist er selber mehr hierher gekommen? Oder? Mit der Uber sind wir gekommen. Also, du verstehst schon, was ich meine. Nein. Okay. Ich meine jetzt, wer hat dich dazu irgendwie, wie soll man das sagen? Hierher bewegt. Geleitet, hierher bewegt sozusagen. Ich hab das Mahmoud gesagt. Also, woher wusstest du, kanntest du Ansar Service schon davor? Nein, kein Plan. Du bist einfach hierher gelaufen und dann... Mit Uber, Uber. Ja, du bist mit Uber gekommen, hierher gelaufen und dann bist du einfach hier reingekommen, obwohl genau. Du gar nicht wusstest, was es ist. Und wie gefällt es Ihnen, Ansar? Ja, schon. Super, Mario. Super, okay. Und hat dir das Software auch was gebracht? Ja, sehr. Sehr? Ja. Gut. Zum Beispiel? Okay, ja, zum Beispiel? Zum Beispiel, ich passe jetzt auf meine Fehler auf, ich habe den richtigen Weg gefunden und ich bete jeden Tag für also bei Allah, dass ich nicht aus diesem falschen Weg rauskomme. Allahu Akbar! Oh, und damit wir mal herausfinden können, wer überhaupt in Ansar aufgepasst hat, fragen wir mal allgemein Wissen irgendwie. Okay, was ist der Sinn des Lebens, Leute? Den Sinn zu finden. Warum sind wir auf dieser Erde? Was ist unser Sinn? Warte, das ist Sublime, keine Zuzuhörer. Also, lieber Ahmed, es gibt Folgendes. Lieber nochmal deine Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Warum sind wir hier auf dieser Erde? Allah zu erkennen und zu dienen. Allah. Perfekt, Mashallah. Okay, wer war der erste Mensch hier auf der Erde? Adam. Adam, was ist das? Adam, also Adam a.s. Okay, stimmt, ist auch richtig. Einmal klatschen. Jetzt nicht. Jetzt brauchen wir noch mehr Fragen. Was sollen sich die Muslime richten? Nach was sollen wir leben? Weiß einer? Mhm. Unser Bruder vielleicht? Okay, der ist einfach hier. Kommt raus, was soll ich schon weiß. Ja, ich weiß es schon vielleicht. Aber Ahmed! Inshallah weiß es, ey! Hand weg! Man sollte sich nach dem Koran und nach der Sunna. Ganz genau. Mashallah! Da fragen wir unseren Bruder Hüseyin. Schau, der ist auch gekommen, vor dem Raum. Bruder Hüseyin, komm! Bitte nicht um! Bitte um, ganz wichtig! Okay, bisschen schüchtern also, und verkleinern. Dann fahren wir mal welche nach Hause. Ich glaube, das war's. Das war's mit Ansar TV für heute und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!